Schuss erst nach dem der TV geschossen hat. Sehr gut ausgerüstet für einfache Bankräuber. Kann man Laptop Interface mit passender Software. Okay. Ich glaube, der Rest ist erstmal nicht so relevant. Booyah. Booyah. Okay, okay, okay. Mach ich da mal eine halbe Stunde draus. Bis 20 Uhr. So. Du kommst jetzt einmal hier rüber. Gut. Hallöchen. Hallo? Ich hasse gerade alles. Hallo? Ja, jetzt. Hallo? Hallo? Ah. Ja. Hi. Schlechter Empfang. Hi. Ja, das mag vielleicht an mir liegen. Ah, alles gut. Ich bin ja noch am Ende der Welt. Ach so. Hast du heute schon zufällig in die Akten geguckt von den Gebrüdern Winter, Sommer, Frühling, Herbst? Ja, ich bin die einmal durchgegangen. Ich habe gesehen, es fehlen noch zwei Aussagen. Okay. Kannst du mir gerade mal grob umreißen, was da drin steht? Ja, also ganz grob. Es sind jetzt noch die Aussagen von, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, also die Johnson gestern vorgelesen hatte, von Meyer ist jetzt auch verschriftlicht dort drin. Milford hat ausgesagt, Oldfield hat ausgesagt die Mia Schmidt hat ausgesagt. Das heißt, wer jetzt noch fehlt, sind Lasse und Rust. Das sind die beiden Aussagen, die noch fehlen. Grundsätzlich, es wurden ja, das hatte ja Johnson gestern schon erzählt, es wurde verhandelt. Das wurde jetzt auch in den anderen Aussagen einmal bestätigt oder mehrmals bestätigt. Dann ist auf jeden Fall auch häufiger gefallen, dass der Tatverdächtige, ich glaube, es war der Rick Sommer, ich komme immer durcheinander, der, den wir zuerst verhört haben. Ja. Ja, der soll auf jeden Fall das Feuer eröffnet haben, hat unter anderem die Frau Schmidt auch zweimal getroffen der Herr Meier, genau, der ist ja auch angeschossen worden, der ja dann im MD aufgewacht ist. Dann, kam das nochmal auf, dass ein TV, also ich glaube, das war der Rick, das hieß jedenfalls immer so in der Akte, dass der in der Bank war und draußen schien aber dann eben sein Bruder zu sein, also der Charlie oder so. Genau, was auf jeden Fall von Milford ausgesagt worden ist, dass er direkt, als er ankam und die Bank beobachtet hatte, direkt die Waffe gezogen hat. Da habe ich eigentlich nur eine Frage, ist das normal? Also wenn er die... Wer jetzt, Cody? Ja. Also Milford oder der Täter? Milford. Als er ankam, am Geschehen sozusagen. Aber er wusste, dass es eine Geiselnahme ist. Oh. Okay. Fährst du gerade? Okay. Aber wenn die wissen, ist, dass das eine Geiselnahme ist, ist das normal, dass die dann direkt ihre Waffe ziehen? Keine Ahnung, ich habe nie eine Kopfausbildung gemacht. Ich auch nicht.
Jo. Ansonsten waren zwei Police Officer nicht weit weg, weil die waren direkt hinter der Mauer, einmal links, einmal rechts von der Bank. Als die Anweisung kam von PD30, ist Johnson, ne? Ja. Okay. Als von Johnson die Anweisung kam, dass sich die Cops bitte entfernen möchten, da sind ja dann die Fahrzeuge auch weiter weggefahren worden und Milford und, wer war denn jetzt bei Milford schon wieder dabei? Das sind viel zu viele Zahlen, habe ich festgestellt. PD25 war dabei. Das ist. Gut, den neuen kenne ich auch noch nicht. Mia Schmidt war das. Die beiden haben sich auf jeden Fall hinter der Mauer versteckt. Und Milford hat zusätzlich noch ausgesagt, dass er erst geschossen hat, als der Rick das erste Mal geschossen hat. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, dass die mega gut ausgerüstet waren. Also unter dem beschlagnahmten Ding war unter anderem ein Laptop und ein weiteres Interface mit so richtiger Hacker-Software. Sind die Aussagen jetzt getrennt nach Rick und Charlie Sommer endlich? Also die sind nicht getrennt, aber es gibt jetzt insgesamt 4 Akten. Ich glaube, weil die eine Akte einfach voll war. Also es gibt 2 Akten zu dem innerhalb von der von Rick und einem 2 direkt dann auch nochmal für den Charlie. Die Beschuldigungen sind unterschiedlich. Die Aussagen, die hinterlegt sind, sind aber alle die gleichen. Also die sind nicht aufgeteilt. Jedenfalls so, wie ich das gesehen habe. Dann müssen wir da nochmal an. Ja, ich sehe dich gerade. Weil das geht so nicht. Aber ich bin ja schon froh, dass überhaupt was noch eingetragen worden ist. Ja, das ist richtig. Aber ja, dann müssen wir da tatsächlich noch ein bisschen was tun. Ich muss mich aber erst umziehen. Ja, alles gut. Ich. Ja. Ich glaube, wir können auch aufhören zu telefonieren. Hallo. Ja. Ich wollte eigentlich nur einmal gucken, was so passiert ist und dann bin ich versackt. Das ist nicht schlimm, dann hast du schon mal ein bisschen was gemacht, dann kann ich mir das gleich noch durchlesen, dann gehe ich. Ziehe ich mich um. Ja, ich habe das nur ganz grob zusammengefasst. Würdest du dir zutrauen, meinen Wegtritt zu fahren? Komm mal mit. Weiß ich nicht. Ich war am Überlegen, ob ich dir vielleicht kurz das Häuschen zeige, während dass ich mir beim Warten durchlese. Währenddessen fährst du da hoch. Okay. Aber nur unter der Prämisse, dass du mir mein geliebtes Baby nicht kaputt fährst. Hatte ich nicht vor. Viel schlimmer ist eigentlich, wollte ich heute gar nicht arbeiten, weil ich nachher noch was vorhab. Das funktioniert nicht. Aber ich hätte es halt gern hurtig durch, dass du nicht jetzt da irgendwie, weißt du? Ja, also muss ich mich auch umziehen, okay. Ja, wäre schon gut. Ja, ist ja gut. Also ich meine, du kannst auch, wenn du vor mir da bist, künftig die Runde einfach schon machen, ohne mich. Ja. Ich habe mich aber nicht getraut. Ach gut. Weil dann hätte ich gesagt, fahren wir kurz hoch. Mhm. Und da hinten. Was? Ja, da. Ich muss immer überlegen. Währenddessen lese ich mir die Akten durch. Mhm. Dann tauschen wir einmal Sitze, wenn wir oben sind. Mhm. Und fahren wieder runter. Okay. Aber du musst bitte bedenken, der Vector ist ein bisschen was anderes als das Gap-Gap-Mobil, ne? Wir können auch mit dem Gap-Gap-Mobil fahren. Ich habe gerade frisch getankt. Wie du willst. Wir können auch mit deinem Auto hochfahren. Dann fahre ich wenigstens meins kaputt. Ich glaube, da fühle ich mich sicherer, gerade mit hohen Schuhen. Okay. Ist offen. Jetzt, warte mal, bevor du losfährst? Ja. Okay, ich komme mit dem Tablet. Okay. Das wäre. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das geht, während ich weiße. Ja. So, also, wo soll ich zuerst hinfahren? Palito, ganz, ganz oben. Ah ja, genau, das war ja. Mein Navi spinnt gerade. Da.
Richtig? Habe ich mir gemerkt. Wo ist denn da bei dir? Also die so, Postleitzahl war die 1061. Genau, aber direkt unter der 1061. Nicht, was das so, so schräg daneben ist. Nicht gegen das Auto fahren. Genau, ja. Ja, aber ich habe gedacht, ich gucke mir erstmal die Akten an, weil alleine wollte ich da jetzt noch nicht die Runde machen. Ist ja alles gut. Nur, wir müssen das halt durchkriegen, dass wir da am Donnerstag fertig sind. Deswegen ja, muss ich dich ja leider auch ein bisschen in Dienst zitieren. Ja, ja, ja. Ich müsste aber trotzdem nachher wahrscheinlich einmal weg. Hast du da eine Uhrzeit in etwa? Nein, gar nichts. Ich warte auf eine Nachricht. Von Buddy? Nein. Der war heute früh gar nicht. Heute früh, sage ich schon. Als ich aufgestanden bin, war der gar nicht mehr da, aber sein Auto stand da. Der war den Hund holen. Hm. Und ich habe vielleicht mein Hotelzimmer jetzt gekündigt und alles mitgenommen. Na gut, macht ja auch Sinn. Ja, habe ich mir auch gedacht. Entschuldige, ich bin heute nicht so wupp unterwegs. Ich war bis eben noch auf einem unangenehmen Termin. Alles gut. Manchmal hat man so Tage. Dann bin ich doppelt wupp unterwegs. Noch ein Grund, warum ich lieber mit meinem Auto fahre. Das hat löste Gewichte, und zwar nicht rot. Rot ist sehr aggressiv. Lila. Das ist jetzt also die Strecke, die du jeden Tag fährst. Das ist sehr anstrengend. Also ich fahre halt nicht die Strecke, die du fährst. Ich fahre einfach her. Achso, ja. Gut, okay. So ein bisschen serpentinlastig hier. Also, nicht, dass ich nicht gern mit dir rede, aber wenn ich gleichzeitig mit dir rede, muss ich die Akte immer dreimal nehmen. Entschuldigung. Alles okay? Ja. Okay, du solltest vielleicht wirklich nicht mit meinem Vectra fahren. Nein. Ich bleibe einfach beim Cap-Cap-Mobil. Es ist nicht passiert. Ich war vielleicht kurz abgelenkt. Fenster sind immer alle dran, ne? Ja, ich glaube schon. Oh, eine Sekunde, ich habe glaube ich gerade was im Auge. Oh. Ich mal. Oh. So. Das ist der Nachteil, wenn man. Oh, nee. Sekunde. Ja. Ich versuche, die Akte zu lesen. Entschuldigung. Wie gesagt, ich rede wirklich gern mit dir, aber wir versuchen, das hier effizient zu gestalten. Und ich bin immer noch an der ersten Aussage, weil ich ständig dir zuhören will. Ich sage nichts mehr.